bin nicht mehr ganz so extrem viel unterwegs wie am Anfang. Da waren das echt teilweise 2 bis 3 Wochen im Monat, die ich weg war zum Film. So schlimm war es. Ach, sowas gibt's, brauchst du mir nicht erzählen. Boah, nicht um heißen Brei reden. Ich hab ja viel. Wir können das auch alles rauspiepsen hier. Wir wollen bei Benjamin und ich sonst eigentlich, kann man sagen, einmal im Monat haben. Benjamin, sag doch nicht Benjamin. Ja, dann ist Benjamin Blümchen. Sag ich eben Benjamin. Das ist, wenn Benjamin, dann heißt es mir, dass er Scheiße zu Hause gebaut hat. Wenn die Frau sagt, Benjamin, kommst du mal her? Ja Leute, ich melde mich auch mal wieder, ihr werdet es nicht glauben, nach meinem Schlüsselbeinbruch bin ich auch mal wieder am Wasser. Wir sind natürlich 1-2 Vlogs in Verzug, aber es ging nicht anders, der Flügel war einfach im Eimer. Deswegen gehen Marvin und ich zurzeit auch hart Gas. Ich bin hier gerade am Angeln mit Pierre Michelet, das wird auch noch ein extra Vlog werden, aber jetzt eine andere Ankündigung. Benjamin Felsemann und ich waren letztes Jahr Ende September nochmal angeln, kurz vor seinem Jahresurlaub, wollten da eigentlich einen richtig coolen Vlog draus machen, aber das ist so spät geworden, dass wir so viel Scheiße gequatscht haben, 30 Minuten Real Talk ohne Blatt vom Mund, das wollen wir euch jetzt zeigen. Benjamin und ich haben auf jeden Fall dieses Jahr die eine oder andere Geschichte zusammen geplant, auch mal einen Vlog zusammen, da könnt ihr gespannt sein. Benjamin und ich kennen uns schon seit ganz vielen Jahren. Aber dazu mehr bei dem Zusammenschnitt. Viel Spaß dabei. Hi Leute, beim neuen Vlog von mir. Ihr werdet es nicht glauben, ich bin hier bei mir am Privatsee, wo alles in den Cloud ist, mit Benjamin Felsemann zusammen. Der Mann bei Fox vor und hinter der Kamera und ein sehr langer Freund von mir. Und er wird mir jetzt in diesem Vlog mal Rede und Antwort stehen, weil ich habe einige Fragen, wie sich alles entwickelt hat die letzten Jahre und er Papa geworden ist und wie er zu dem Beruf gekommen ist und wie wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema für euch. Erstmal, Benni, cool, dass du hier bist. Ja, eigentlich wollten wir nur angeln. Aber dankeschön, ja. Ich habe ihn einfach überrumpelt. Ich bin ehrlich, ich dachte so, Marvin, komm, die Stunde, das müssen wir einfach nutzen jetzt. Ich habe mir aber schon gedacht, weil wir wollten, ich glaube, vor 2 Wochen schon mal, da habe ich kurzfristig abgesagt. Ja, weil Stau hier hoch, das ist manchmal eine Katastrophe, wenn man durch den Elbtunnel muss. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Benni und ich kennen uns schon sehr lange. Ich kenne Benni schon als Jugendlicher. Wir haben ja auch ein Altersunterschied von 10 Jahren, das darf man auch nicht vergessen. Und trotzdem haben Benni und ich immer den Kontakt weiterhin gehalten. Und damals sind Benni und ich auch zusammengewachsen durch Videoprojekte wie Cam und Bang zum Beispiel, wo es immer noch den Kanal gibt bei YouTube. Da könnt ihr gerne mal gucken, werden wir mal hier unten einblenden. Zwar keine neuen Videos, aber die alten gibt es immer noch. Ja, aber die alten sind ja auch cool, wenn man ehrlich ist. Ne? Damals war ja der Kanal ja einmal getilgt worden. Da hatten die ja schon mega viele Aufrufe. Jetzt, wo du ja alles wieder reaktiviert hast, sind die Aufrufe nicht ganz so prickelnd. Aber Leute, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das sind noch Bennys Anfangszeiten mit der ganz coolen Crew drumherum, mit Lukas und Kai und alle, wie sie hießen, Philipp. Da hatten wir auf jeden Fall eine mega geile Zeit damals gehabt. Und irgendwie sind wir beide der Meinung, dass wir mal irgendwie sowas mal wieder starten sollen. Ne? Abseits von irgendwelcher Firma, ob jetzt Bait-Firma oder, oder eine andere Brands, ob jetzt Corder, Fox, Nash, egal, einfach nur wieder angeln gehen, filmen und das euch rüber transportieren als Message. Wie geil das ist, eben halt so facettenreich zu angeln, dieses Spirit-Gefühl, was wir damals mit diesen Videos eigentlich transportieren wollten, was glaube ich auch mega gut angekommen ist. Das ist ja auch der Grund, warum Benni ja eigentlich warum bei Fox gelandet bist. Ne? Ja. So damals, wie ist das gekommen? Wer ist damals eigentlich am Rand getreten bei Fox? Oder über Fox? Über Fox oder zu Fox bin ich durch Mike gekommen. Mike ist ja auch auf mich zugekommen aufgrund meiner Videoprojekte, weil er einen Kameramann gesucht hat für seine Videoprojekte und hatte mich dann angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte, für ihn halt den Cassian-Film zu machen. Dann habe ich mir... Mein heiliger See ist das, ne? Genau, dann habe ich mir das durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, warum nicht? Ist eine mega Chance für dich. Einfach machen, weil... Ja, klar, ist ja so. Ist ein schöner Film, brauchen wir nicht drüber reden. Und so nahm das dann alles seinen Lauf. So bin ich dann zu Fox als Teamangler gekommen. Und dann, aufgrund dessen, dass das Video immer interessanter wurde, also sieht man ja jetzt, es gibt ja nur noch Videos, kam Fox auf mich zu, weil sie einen Kameramann gesucht haben und ich im Team auch schon war, hat man natürlich erstmal intern geguckt, ob es jemanden gibt, der das kann. Und da hat man mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, das zu machen. Hat mir die Jobbeschreibung geschickt, hat mir das alles angeguckt, ich habe gesagt, passt alles, bis auf Englisch, mein Englisch ist scheiße. Hat man gesagt, meinst du schlimmer, ballerst du drauf. Für das bisschen, was wir machen, E-Mail und Telefonie, reicht das? Gesagt, alles klar, ja, wir schreiben das einmal aus und gucken noch, aber... Hat alles gepasst. Und wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei? Im 6. Jahr schon.
Das ist krass. Und das musst du dir mal vorstellen, was ja damals durch Mike und ein Videoprojekt und durch deinen Social Media Auftritt, ja, Videotour mit Cam und Bang, wie alles ins Rollen gekommen ist, ne? Ja. Dass du jetzt in der Angelbranche im Prinzip dein täglich Brot verdienst. Fühlst du dich in der Position, wo du jetzt bist, denn bist du glücklich? Erfüllt dich das? Ist das, was du machen willst, auch dein Leben lang? Oder möchtest du mal nach was höher rennen? Oder siehst du dich vielleicht mal in ein paar Jahren, dass du was anderes vielleicht machen möchtest? Oder darüber noch keine Gedanken gemacht? Ja, Gedanken habe ich mir schon gemacht. Also ich möchte nicht ewig lange als Kameramann tätig sein, auch aufgrund von Familie. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt knapp über ein Jahr alt. Und ein bisschen besser ist das ja auch schon, also was heißt besser geworden, aber ich bin nicht mehr ganz so extrem viel unterwegs wie am Anfang. Da waren das echt teilweise 2 bis 3 Wochen im Monat, die ich weg war zum Film. Jetzt sind das so 7 bis 10 Tage, der Rest ist Office, Marketing ist stärker geworden, das Team ist größer geworden. Und du hast noch ein paar andere Kameraleute ja dazu bekommen. Genau, Jahren, wir haben noch... Und die koordinierst du ja auch so ein bisschen mit, ne? Ja. Richtig, das ist ja das, was ich so am Rand immer mitbekomme. Ne? Genau. Ob jetzt Benjamin nämlich für Fox jetzt da eben halt recht fest arbeitet oder ich eben halt Teamangler bei Corlament, kann man ja so sagen, wie es ist, gibt es für uns auch eigentlich keine Rivalität oder irgendetwas. Also wir sehen es eben halt, wir sind Freunde und das, jeder hat eben halt ein Brand, was er eben halt bevorzugt, wo er sich gut aufgehoben fühlt. Und trotzdem kann man deswegen befreundet sein und angeln gehen. Ja, das ist glaube ich auch das Wichtige. Also ja, aber eben halt viele Leute da draußen denken immer hier, was ja gar nicht der Fall ist. Ne? Ja, das ist halt Angeln. Angeln ist ja auch ein großer Teil unseres Lebens, eine Leidenschaft. Und das irgendwie kaputt machen zu lassen, weil der eine für Corder, für Nash oder für Fox angelt, das ist ja völliger Schwachsinn. Ja, aber eben halt viele Leute sehen das immer so. Man sieht das ja öfters mal bei Kommentaren oder so. Insbesondere wenn jetzt ja Videoprojekte von euch hochgeladen werden oder von uns. Ja, aber die Fox-Filme oder die Corder-Filme oder die Nash-Filme. Die waren da schon und der war ja schon. Ja, genau, dass man das so oft ja mal liest. Also ich kann nur sagen, wir backen uns da völlig ein Ei drauf, weil wir hinter den Kulissen nach der Messe auch mal zusammen alle essen gehen und ein schönes Feierabendbier trinken oder ein Weinchen oder einfach mal uns hinsetzen und auch mal einen Shisha-Kopf rauchen und uns einfach unseres Lebens erfreuen und einfach über irgendwelche Erfahrungswerte bei irgendwelchen Gewässern, die wir gesammelt haben, uns austauschen. Das ist auch vielleicht der Vorteil, was wir Szene-Assis haben, weil wir so eng miteinander manchmal auch vernetzen, würde ich mal behaupten, dass wir manchmal immer einen Schritt voraus sind, wie manchmal der Otto-Normalverbraucher, kann man sagen, und wie oft natürlich an Gewässer rankommen, die sehr spät vielleicht erst an andere Leute eben mal herangetragen werden, wo wir eben halt... Wird ja schon sozusagen echt überflutet mit ja. Und dann sprechen wir mal, ah, guck mal, ich habe das gehört. Genau. Dann sprichst du in deinem Team mit Leuten, ich in meinem Team mit Leuten, noch wieder mit Freunden und da geht ja so vieles rum hinter den Kulissen. Ja, wenn dann die Gewässertipps, die ich hätte, oder ich glaube, die du hast, ich glaube, ich könnte 365 Tage durch ganz Europa fahren und ich würde nur dicke Öm heben. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Also Benny ist genauso wie ich, was ich ja weiß. Du angelst ja auch im Hamburger Speckgürtel bei dir in deiner Heimat noch an den Gewässern, wo ja nicht nur Riesenfische schwimmen. Nö. Aber du gehst ja auch gerne hin, weil da ja auch viele Jugenderinnerungen drin steckt. Und du hast ja durch diesen Fame oder auch Fame, kann man so sagen, ja nicht die Leidenschaft zum Angeln verloren, weil du angeln gehst, weil du Bock drauf hast, weil was ins Angeln geht. Und dicke Fische kann man immer nur da fahren, wo sie schwimmen. Genau. Klar, ich setze mir klar auch eigene Ziele oder Zielfische und fahre dann auch weitere Strecken, um bestimmte Fische zu fangen, um große Fische zu fangen. Aber es gibt auch genauso Gewässer, wo ich einfach nur Bock habe zu angeln. So wie hier, ich komme gerne mal hoch für 1 oder 2 Nächte, wo wir Spaß haben. Wenn ein paar Fische fangen, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Klar. Aber eben halt die Zeit ist ja, wie du eben schon sagst, Benny ist ja Vater geworden vor knapp einem Jahr. Und die Zeit, hat sich da viel verändert, für dich seitdem? Weil damals weiß ich noch, wie kurz bevor der vorkam, nein, das wird sich nicht ändern. Und jetzt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Es hat sich definitiv was geändert. Also, ich bin stolz wie Oscar. Auch, ja klar. Und man will ja auch, ich habe ja auch das Glück, Homeoffice zu haben und bin echt den ganzen Tag zu Hause oder den Großteil im Monat zu Hause. Nicht wie das andere haben ihren Job. Die sind morgens um 7 aus dem Haus und abends um 18 Uhr wieder da und können ihr Kind halt kurz vorm zu Bett gehen sehen. Ich kann den Kleinen den ganzen Tag sehen. Und das baut irgendwie so eine bestimmte Bindung auf, sodass es mir dann schwerfällt zu fahren. Also ich muss mir das wirklich fest vornehmen, wenn ich jetzt Urlaub habe oder einen Dreh geplant ist, dass ich fahre und dann kann ich auch abschalten, dann bin ich weg. Aber ich habe das ganz oft, dass es mir schwerfällt wegzufahren, weil ich gerne einfach zu Hause bleibe und Zeit mit meinem Kind zu verbringen oder auch mit der Frau, auch wenn es dann immer noch wieder anders ist und auch relativ wenig, weil du arbeitest, dann rödel ich momentan viel am Haus und mach. Aber Angeln ist schon, ich sag mal, so wenig wie in den letzten 5, 6 Jahren nicht mehr dieses Jahr. Ja gut, das ist ja immer so, die Prioritäten verschieben sich. Ich habe das ja, ich als Junggeselle weiß es eben halt aus Erfahrung, viele Freunde sind Väter geworden oder Familie gegründet.
dass die Prioritäten sich verschieben. Aber das ist, glaube ich, aber auch ganz normal. Wenn das nicht der Fall sein wird, ich glaube, dann geht bei einigen Leuten was schief. Ja, ja, dann würde auch, glaube ich, irgendwann mal was in der Brüche gehen. Ja, aber so. Es geht nur Angeln vor alles. Also bei dir, echt, das mit deiner Frau, ich kenne die auch sehr gut. Das, ihr ergänzt euch ja sehr gut, was das ja angeht. Ne? Und das ist ja schon über so viele Jahre. Und Respekt, toi, 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 sag ich nur dazu. Muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ich kenne auch genug Leute, die ihn schon gegen die Wand gefahren haben durchs Angeln. Ne? Das wollen wir nicht hoffen, dass es bei dir passiert. Nein. Was sind deine zukünftigen Pläne für die nächsten Jahre? Was kann man von dir erwarten? Zukünftige Pläne? Oder zukünftige Pläne? Ja, oder zukünftige Pläne. Kann man auch so ausdrücken. Boah, ja. Weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe mir für dieses Jahr viel vorgenommen. Er fährt bald in Urlaub. Urlaub hat er auch bald wieder, ja. Aber so dieses Jahr habe ich mir extrem viel Zielfischangeln vorgenommen oder bestimmte Gewässer mit Fischen, die ich gerne fangen würde. Ob es jetzt ein bestimmter Fisch ist oder eine bestimmte Fischgröße. Es ist so beides. Es ist viel Wurfangeln. Also es geht echt nur ums Werfen. Das hat mir seit letztem Jahr Kroatien viel Spaß gemacht. Obwohl das natürlich noch wieder eine ganz andere Angelei ist als an normalen Vereinsgewässern. Das ist eine ganz andere Angelei. Das ist ein Thema, worüber wir auf jeden Fall mal einfach mal einen Blog machen sollten über diese Angelei. Also zwei Angelarten würde ich gerne mit dir einmal mal, weil wir heute die Zeit nicht haben, weil das Licht so schlecht ist. Aber ich habe zwei Angelarten, wo ich auf jeden Fall, die ich mal gerne mit dir im Blog nochmal besprechen möchte. Könnt ihr auch gerne hier unterschreiben im Kommentar, ob euch das interessieren wird, Benjamin, meine Meinung oder Erfahrungswerte, die wir beide gesammelt haben, auch wenn wir für unterschiedliche Firmen unterwegs sind. Aber eben halt, was seine Erfahrungswerte sind und meine. Und dann können wir darüber gerne mal, Benny und ich, nochmal in irgendeinem Vlog nochmal auf jeden Fall auch nochmal drüber quatschen. Ja, klar. Und jetzt aber weiter mal zu der Geschichte, was deine Ziele sind dieses Jahr noch. Außer Zielfischjagd. Ja, dieses Jahr. Ich weiß, welchen Fisch du jagst. Ja. Der ist doch geil. Zielfischjagd, ja, das ist jetzt so ein bisschen abgehakt. Ich hatte mir eigentlich mehr vorgenommen fürs Frühjahr und fürs Sommer, aber die Zeit war irgendwie echt knapp und ging rasch vorbei. Und jetzt im Sommer habe ich kaum geangelt, muss ich sagen. Und jetzt steht halt extrem viel an mit Urlaub, mit Drehtermin, der ganze Herbst ist vollgepackt, also ich weiß noch nicht, ob das Thema komplett abgehakt ist oder ob ich das dann nochmal Ende Herbst, Winter angehe. Auf jeden Fall habe ich noch ein neues Gewässer im Ausland, was ich befischen möchte, wo ich auch über Fox ein Video dran drehen werde, wo ich mal komplett alleine nur vor der Kamera stehe. Aber sonst so zielmäßig für die nächsten Jahre weiß ich gar nicht. Also dadurch, dass, muss ich sagen, durch Familie und so ist das, verbissen bin ich schon, aber irgendwie gestaltet sich das Ganze lockerer bei mir. Ja, genau. Ich bin da echt gelassener so. Ob ich jetzt den Fisch fange, vorher war ich so, ich muss den fangen, ich muss den fangen, ich muss den fangen. Ja, und jetzt sehe ich das, wenn ich jetzt nicht fange, fange ich ihn später. Aber es, warum? Weil, sind wir ja ehrlich, es sind Fische und an Gewässern, wo ernstzunehmende Karpfenangler rumrennen, die nehmen einen nichts weg. Nee. Jeder hat die Möglichkeit, den Fisch noch zu fangen. Das darf man immer nicht vergessen. Und wenn ihr nicht irgendeiner Platz schlägt, ja. Richtig, oder die Geschichte, ja. Oder er verstirbt, das passiert ja bei großen Fischen auch, aber so spezielle Ziele gar nicht. Also ich fühle mich pudelwohl, ich bin mit meiner Lebenssituation sehr zufrieden. Mir macht mein Job mega viel Spaß, gerade dieses Reisen mit verschiedenen Leuten, mit Mike viel unterwegs zu sein, das macht mir extrem viel Spaß. Diese Trips einfach ins Ungewisse, sag ich jetzt mal, nicht immer unbedingt, manche Gewässer kennt man ja auch, aber einfach losfahren und machen. So wie kurzfristig, wir wollten jetzt im August an der Alten Donau in Österreich drehen, das hat sich heute zerschlagen. Weil ich die Info gekriegt habe, dass man keine Gastkarten mehr kriegt, aufgrund von Corona und Leute, die sich da unsittlich benommen haben, Tageskartenangler. Ist leider Gottes öfters mal der Fall. Ist jetzt noch so ein Monat hin bis zu dem Dreh. Ja, jetzt werden wir uns halt in den nächsten Wochen, die wir noch haben bis zum Dreh, irgendwas anderes überlegen, wo wir losfahren und drehen. Aber das macht es halt irgendwie auch aus. So, das macht mir auch noch mega viel Spaß. Ne? Auch, dass ich selber mitangeln kann. Deswegen bin ich immer nicht so böse drum, wenn ich privat nicht so viel angeln kann. Ich kann halt relativ Drehs, viel, ja. Aber ich merke ja schon, dadurch, dass ich ja eben halt, ich weiß ja, wie du arbeitest, ich habe das ja schon mal live mitbekommen, du setzt ja im Prinzip ja deine Prioritäten, du filmst tagsüber mit den Jungs und abends, wenn ein Cut ist, dann machst du ja deine Routen auch mit. Ja. Oder eben halt so wie jetzt das Format eben halt Two Nights, Two Friends zum Beispiel, was ihr ja ins Leben gerufen habt, da geht es ja wirklich, dass ihr eben halt ja mit einem Kumpel oder wie mit Mike zwei Nächte ja richtig fischt. Ja. Und dass er eben halt alles eben halt ja auf Band einfängst und das in der ja wie jetzt in Dreiteile habt ihr da zusammengestellt. Genau, waren dann diesmal 5 Nächte, weil wir echt gut durchgekommen sind bei 17 Stunden Fahrt oder 16 Stunden, dass wir abends im letzten Licht doch noch Routen fahren konnten. Wir haben gedacht, wir kommen im Dunkeln an, pennen dann bis morgens und starten dann, weil wir wollen eigentlich, wenn wir so weit fahren, machen 2 Nächte halt keinen Sinn. Ja, ja, klar. Das ist für 4 Nächte eigentlich schon krank, irgendwie 12, 13, 14 Stunden zu fahren, aber ja, deswegen machen wir eigentlich mal einen Zweiteiler draus, dass wir zweimal 2 Nächte haben. Diesmal haben wir dann, dadurch, dass wir echt viel gefangen haben und viel Content gesammelt haben, einen Dreiteiler. Ich glaube, den Leuten ist es auch scheißegal. Die wollen was zu sehen kriegen, was Lustiges und unterhalten werden. Und ja,
das passt halt wie die Faust aufs Auge. Aber die Priorität liegt wirklich immer darauf, auch wenn ich mit Mike losgehe, dass Mike erst sein Kram macht, dass ich ihn filme, dass ich was reinkriege. Ja, das wollte ich. Und im Nachgang, genau, im Nachgang meine Routen lege. Und bei einem anderen Dreh ist es auch so, wenn ich fertig bin mit Film und die Möglichkeit habe mitzuangeln, wenn ich wirklich nur mit einem Film, dass ich dann im Dunkeln irgendwie abends noch meine Routen lege oder ja, nochmal ein bisschen mitangeln kann. Wie läuft das bei euch ab bei so einem Dreh von dir? Arbeitest du richtig in das Skript oder macht ihr schon ein bisschen nach freie Schnauze oder Bauchgefühl? Ja, bei mir ist fast alles freie Schnauze. Bei mir gibt es keinen festen Drehplan. Ich habe immer so den Anfang ungefähr im Kopf. Wir kommen jetzt an irgendein Gewässer und dann sage ich, okay, wir werden die Anfahrt filmen, das Ankommen, den Aufbau, das und das. Das steht alles komplett fest, wie wir beginnen wollen. Und dann finde ich, ist es Angeln. Du kannst ja Angeln nicht vorhersagen. Nein, du kannst ja nicht sagen, das und das wird passieren, wie werden wir fangen. Und danach richtet sich so ein Dreh bei mir auch. Wenn wir viel fangen, können wir auch noch viel extra Input reinbringen. Aber wenn wir wenig fangen, wenn wir echt nur ein, zwei Fische haben, macht es für mich relativ wenig Sinn, das Ganze mit mega vielen Infos vollzupacken, weil einfach nichts passiert. Weil was willst du großartig erzählen über deine Taktik und wie toll das alles funktioniert, wenn einfach keine Fische beißen? Ja, dann versucht man schon, genau, im Dreh dann halt runter zu komprimieren, dass man ein kurzes, informatives Video hat. Und wenn noch wirklich viel geht, dann kann man auch wirklich noch viel drumherum bauen. Also da bin ich immer ja, offen. Ich sag da nie, das und das müssen wir so machen. Das ist dann echt alles freie Schnauze. Und die Jungs sind auch alle erfahren genug vor der Kamera. Da haben wir echt wenig Takes, das sind ein, zwei Takes, sitzt so eine Sprachsequenz, ja, so wie wir jetzt hier frei labern. Ja, ja, klar. Da machen wir einen Take und dann ist das Ding im Kasten. Ja, das ist. Aber zwei Sachen habe ich noch. Was war dein bester Dreh, auf den du am meisten stolz bist, seitdem du den Beruf machst? Was war, an den du dich am liebsten erinnerst, was für dich die absolute Königsklasse bis jetzt ist? Dein Lieblingsfilm, den du jemals produziert hast? Das ist schwer. Nee. Zum einen sehe ich die ganze Zeit, da hätten Fische neben der Insel hochkommen. Ja, das habe ich jetzt auch schon zweimal gesehen. Stolz bin ich natürlich immer auf große, größere Produktionen, wo echt viel Arbeit hintersteckt. Ich sag mal, das für mich auch schönste Erlebnis war zum einen Rainbow. Klar, ich habe einen richtig großen Fisch über 30 Kilo gefangen. Obwohl mir da so ein bisschen, guck mal, der Kameramann rennt in die Route. Man darf das. Obwohl da filmerisch gar nicht so viel war, weil wirklich auch nicht viel passiert ist. Aber zum anderen halt auch das Kroatien-Video. Das war wirklich so ein Dreh, wo ich sage, das war vom Film und vom Angeln das Anstrengendste, was ich gemacht habe. Also den ganzen Tag, den habe ich ja nicht mal, weil ich auch filmen muss überwiegend. Aber dann die Zeit, die du hast, noch zu nutzen zum Angeln und zum Füttern, weil da ist ja wirklich Futter, ja, ist Futter Macht. Du musst den ganzen Tag spompen. Dann stehst du da, stehst morgens halt um 5 auf, spomp, fütterst, bist wieder am Füttern, dann gehst du rüber, filmst die anderen Jungs, wir waren ja mit 4 Leuten da. Dann hast du abends 9 Uhr Fütterverbot, ich glaube, das ist jetzt auch gecancelt, jetzt darfst du auch wieder nachts füttern, wie ich gehört habe. Aber wir durften nur bis 9 Uhr füttern und ab 5 Uhr morgens. So, dann kommst du zur Ruhe, dann isst du was. Dann bereitest du vielleicht schon mal ein bisschen wieder was vor, falls nachts auch was beißt oder so. Dann ist Datensicherung angesagt, dann haben wir 1 Uhr, dann legst du dich ab, dann dauert das ein bisschen, bis du einpennst, 4:30 klingelt der Wecker, fertig, machen, füttern. Und das machst du über 5 Tage und dann bist du gar gekocht und wir haben ja auch mega gefangen. Also es gab ja nie irgendwann mal Sachen, wo du sagen könntest, ach, ich kann mich mal eine Stunde in die Sonne legen. Das gab es nicht. Du hast gefrühstückt minimal und ein bisschen was zu Abend gegessen. Ich kenne das Video und ich kenne eben halt die Geschichten von den Jungs, die da eben halt Hartgas geangelt haben, was ihr auch gemacht habt. Man sieht es ja auf dem Video, was ihr da produziert habt, dass ihr ja auch mega abgeräumt habt. Und da steckt eben halt eine Menge Arbeit hinter. Das sind unterschätzen natürlich viele. Aber noch eine andere Sache. Jetzt haben wir das Highlight natürlich, jetzt hast du über das Highlight gesprochen. Was war für dich der absolute Horrordreh, den du bis jetzt gehabt hast? Horrordreh? Ja, wo du sagst, ey, alle Pleiten, Pech und Pfann, das ist Number One, da ging gar nichts, du hast das. Und die ganze Geschichte möchtest du einfach aus deinem Gedächtnis löschen. So schlimm war es. Ach, sowas gibt's, brauchst du mir nicht erzählen. Boah. Nicht im heißen Brei reden. Ich habe ja viele. Wir können das auch alles rauspiepsen hier. Ich habe ja wirklich schon viele Drehs. Also es sind ja echt jeden Monat mindestens einer. Ein großer, wo ich eine Woche oder so unterwegs bin. Scheiß Drehs, also wirkliche Kackdrehs, waren meistens in Österreich. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit den Österreichern. Da war ich dreimal und zweimal über eine ganze Woche geblenkt. Das heißt, du filmst und filmst und filmst von morgens bis abends. Und am Ende der Woche hast du nicht einen Fisch und kannst das Ganze einfach in die Tonne hauen, weil du kannst es nicht verwerten. Also ich glaube jetzt nicht, dass du deswegen die Österreicher scheiße findest. Nein. Das war wahrscheinlich, wenn dann die Gewässer waren, ne? Ja. Da kann man nicht drüber reden. Genau, zum einen war es die Jahreszeit und zum anderen war es dann auch, also was heißt Jahreszeit, du kannst jeder Jahreszeit fangen. Es hat halt einfach nicht gepasst. Es war dumm. Also was ich ja immer bekommen habe, ich glaube an den Gewässern, wo ihr wart, die Österreicher haben ja insbesondere in der Steiermark eben halt so echt beschissene, ja, Gewässerbedingungen, ne? Entweder haben die Parzellen oder... Ja, genau, so. Also wir durften nur von... Das darf man immer nicht vergessen, das muss man dazu auch sagen. Und wenn man natürlich da eine Woche auf dem Platz sitzt, der noch so gut vorbereitet ist und
ja, die Fische einfach nicht in den Seetal sind oder eben halt das Wetter nicht passt, da kann man den besten Angler hinsetzen. Und dann ja, wir hatten erst ein recht neues Gewässer, wo uns viel versprochen wurde. Im Nachhinein habe ich gesagt, also lerne ich natürlich auch daraus, muss einer hinfahren. Das war von dem eine Stunde entfernt, der muss hinfahren, der muss sich da mal ein Bild von machen. Dann kommst du da an und es sieht halt schon mal nicht prickelnd aus. Dann werden irgendwie nur wirklich Brassen gefangen und so eine Karpfen, weil die frisch besetzt wurden. Damit lockst du halt auch keinen mehr hervor. Ja, ja, klar. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das macht hier keinen Sinn, wir fahren woanders hin, haben dann kurzfristig halt eine Parzelle in einem See gekriegt und der Bereich war halt, ja, ob der jetzt fischleer war, weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde nichts gefangen und das war halt kacke. Ja. Das war so in der letzten Ecke vom See. Klar, man ist dann dankbar über die Chance, dass man irgendwie versucht, den Dreh zu retten, aber am Ende war es halt für die Katz. Und dann fahre ich da halt 12, 13 Stunden runter, stecke da eine Woche Arbeit rein, die Firma hat viel Geld bezahlt für nichts, ich habe meine Zeit sinnlos geopfert. Ist dann halt immer ärgerlich, aber so richtig scheiße eigentlich noch nie. Also wo ich sag, komplett. Ah doch, für mich gibt's aber schon. Aber das ist eine andere Geschichte, das ist nochmal ein Blatt Papier geschrieben. Naja, ich weiß nicht, Marvin, was sagt das Licht? Ja, wird hart, aber wenn du noch willst. Ah, wir können das jetzt natürlich tierisch ausreizen in diesem Vlog, weil die aber Lichter, wir können das ja auch in mehrere Vlogs mal einbinden, verschiedene Sachen. Wie Brocke schon sagt, ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, über was wir quatschen sollen, was euch interessiert. Haut es einfach in die Tasten, über was wir sprechen sollen, über bestimmte Angelarten, über verschiedene Länder, über weiß der Geier was. Man kann über so viele Sachen sprechen, auf die ihr Bock habt. Deswegen, einfach unten reinschreiben. Also wir machen das, wir stehen da gerne Rede und Antwort. Benny wohnt nicht weit weg von hier, der fährt eine gute Stunde immer her zum See von mir. Ist leider in den letzten Jahren, insbesondere auch Corona-bedingt, weniger geworden, weil Benjamin und ich sonst eigentlich, kann man sagen, einmal im Monat haben. Benjamin sagt doch nicht Benjamin. Ja, dann sage ich eben Benjamin. Das ist, wenn Benjamin, dann heißt das immer, dass er Scheiße zu Hause gebaut hat. Wenn die Frau sagt, Benjamin, kommst du mal her? Ja. Oh. Naja, er ist nicht ganz so weit weg. Letztes Jahr durch Corona, also allgemein durch Corona, war es letztes Jahr nicht ganz so viel. Sonst haben wir eigentlich einmal im Monat. Gestern, letztes Jahr im Frühjahr, dadurch, wo Corona gestartet ist, da war ich echt oft hier. Ja, das stimmt. Da haben wir uns hier schön getroffen, hatten echt geiles Wetter im Frühjahr. Viel geangelt, viel Spaß gehabt, viel gegrillt, viel Chili gekocht. Ja, und dieses Jahr war es echt, ich wollte mal, aber dann, im Frühjahr habe ich halt echt viel Geheimwerker zu Hause, war nicht angeln. Dann kam so meine Zielfischangelei rein und jetzt... Ja, den einen hast du ja gefangen, also jetzt hör auf zu heulen. Darüber können wir aber immer was anderes mal reden. Das ist so, wenn man nämlich angelt, wenn man nämlich berufstätig ist für Firmen, dann hat man nämlich auch Zeit in der Woche zu angeln. Ja, das aber ist das ein großer Bonus. Das ist aber ein Thema, darüber können wir auf jeden Fall mal irgendwann in einem Blog reden, weil es hat auch Vor- und Nachteile für eine Angelfirma zu arbeiten. Natürlich ist ein Vorteil zum Beispiel, dass man sich die Zeit ein bisschen freier einteilen kann. Sowohl als auch als Teamangler oder als Angestellter. Ja, also richtig. Das hat immer alles Vor- und Nachteile. Aber das ist eine Sache, darüber kann man auf jeden Fall mal im nächsten Blog sprechen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall nochmal bei Cam und Bang lang. Das ist die Anfangsgeschichte von Benny, mir und noch ein paar anderen Jungs. Wer Bock auf die Videos hat, weil es gibt eigentlich nur noch den YouTube-Kanal. Es gibt den Instagram-Kanal, der wurde mir aber geklaut, also der ist gehackt, da komme ich nicht mehr rein, schon seit über einem Jahr. Also gar nicht so, dass da keinen Like. Der ist tot. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, guckt euch die ganzen alten Dinger an, da sind die uralten Mombell-Touren, Vibe von vor 10 Jahren und so. Oder ich sag nur, Kakes, du und Philipp, auch Wahnsinns-Session, die ihr da erlebt habt. Da sind auf jeden Fall mega geile Videos zu sehen, die sind ein bisschen älter. Aber Benny und ich haben auf jeden Fall wollen einmal noch mal so ein Video wieder mal ins Leben rufen. Ja. Wir nehmen uns das immer vor, aber besonders ihr als Community da draußen natürlich uns jetzt den Druck auferlegt, dass wir das machen müssen. Aber du kamst vorhin und hast gesagt, ey, wir müssen noch was filmen. Und dann habe ich gesagt, ey, es ist Feierabend. Ich hab voll Hunger, ich will grillen. Es ist Feierabend. Ich will grillen, sondern haben wir gegrillt. Da war eigentlich voll das geile Licht und ich habe extra nichts gesagt, weil ich noch essen wollte und meine Ruhe haben wollte. Und jetzt haben wir das so nach hinten rausgeschoben, dass es jetzt so haardunkel ist. Und es ist echt so, dass ich mir oft vorgenommen habe, einen komplett neuen YouTube-Channel zu machen, neue Videos zu machen. Aber wenn ich dann die Zeit habe und angeln gehen will, dann will ich angeln gehen. Dann habe ich keinen Bock, privat noch die Kamera anzuschmeißen, so gerne ich das machen würde. Ich habe gedacht, ich verfolge das ein bisschen mit der Cam, meine Zielfischangelei in diesem Jahr. Ich bin ans Gewässer angekommen, habe irgendwie im Frühjahr mal zwei einzelne Nächte gefischt, um mal so anzutesten, um mir das alles anzugucken, hatte auch meine Cam mit, habe so ein bisschen was gefilmt und als ich meine Woche Urlaub hatte, als ich wirklich in meine Session gegangen bin, um da eine Woche durchgehend zu fischen, habe ich den kompletten Kamerakoffer zu Hause gelassen, weil ich gesagt habe, ich habe da keinen Bock drauf, ich will angeln und ich will das genießen können und mir nicht diesen Druck auferlegen, jetzt was machen zu müssen. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich mache das ja mit Marvin auch, jetzt wird die Vloggeschichte von mir bei Brockebells, wo wir ja das jetzt auch ausstrahlen. Du hast den Bonus, dass Marvin dich filmt, ich muss mich selber filmen. Ja, ach, hör auf. Na ja, eins darf ich nicht vergessen, ich filme auch viel selber, ne?
So, der nächste Vlog. Stimmt. Das nächste Vlog ist Beauty Stick. Ich weiß Bescheid. Also das nächste Ding, was bei mir eben halt geplant ist, darüber will ich gar nicht so viel reden. Das wird aber ein komplett, ja, würde ich mal sagen, außer vielleicht die Fische, alles mit der GoPro abgefilmt. Da wird Marvin mich wahrscheinlich absolut für hassen für den Schnitt nachher. Das geht nicht bald los auf die Tour für mich. Das ist mein Jahresurlaub, aber wo es hingeht, sage ich hier jetzt noch nicht. Da wird es bestimmt. Ich weiß das schon. Und da bin ich gespannt, was da geht, aber das an dieser Stelle nochmal eher mal anders, aber jetzt noch nicht. Naja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir noch mal ein paar Fische von irgendwelchen Jungs von uns, die wir hier hinten ransetzen können. Vielleicht fangen wir auch selber welche. Wollte ich gerade sagen. Oder vielleicht fangen wir heute Nacht selber noch ein. Liegen. Benni hat wieder eine Joker-Route mehr. Also Benni angelt mit 3, ich mit 2. Ich habe ihm gesagt, ich muss ihm aber eine Chance geben. Yo! Du bist nur zu faul. Du bist nur zu faul, drei Routen zu angeln. Nein, nein, wir machen hier jetzt noch ein bisschen Social Media für uns. Werden noch mit Marvin noch ein schönes Feierabendgetränk trinken und dann, ja, auch schon die Liegen aufbauen. Wir pennen heute Open Air und dann ist die Nacht auch. Alter. Geil. Ja, ich hoffe, das hat, wir werden jetzt an der Stelle mal Schluss machen. Ich hoffe, es hat, hat euch gefallen. Was hast du noch zum Schluss? Ich hoffe, wir fangen noch einen Fisch. Wir werden unser Bestes geben. Das vielleicht, ist wichtig, noch einen Fang. Vielleicht fangen wir noch einen Fisch zusammen und dann... Vielleicht war es ja interessant. Wie gesagt, es war jetzt so ein bisschen auch spontan und schnell noch reingehauen hier im letzten Licht, aber... Ja, Marvin, das sind meist die besten Sachen, oder? Er schüttelt um den Kopf. Das ist Katastrophe, die Jungs. Absolute Katastrophe. Die hören gleich auf Scheiße, labern. Die hören immer auf zu reden. Weißt du, gib den Jungs was zu essen. Wahrscheinlich ist der ganze Bildschirm schon schwarz. Er denkt, Alter, wenn ich hier unterbreche, die haben jetzt so die Hasskappe. Er sagt lieber nix. Ja, wir boxen ihn einfach ins Wasser. Einfach so, bam, da liegt er da. Schön die Schüttung runter. Naja, vielleicht melden wir uns morgen früh nochmal mit dem Fisch. Das wäre natürlich cool. Ich fang ein. End und out, wir sind raus. Fantastisch. Geht das, Alter? Ist das nicht... Das geht noch gerade, das ist bald schwarz. Ja, das ist eine Kenne, Alter. Oh. So Latte. Das geht aber.